Solltest du deine Mitarbeiter dazu zwingen oder zu bringen, auf Arbeit zu kommen, obwohl sie krank sind? Darum geht es in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, gibt die Situation wahrscheinlich auch bei dir relativ häufig, ne? Mitarbeiter ist krank und du denkst dir, ey, soll einfach mal gesund sein, soll einfach mal auf Arbeit kommen, ne? Ist ja jedes Mal irgendwie Kapazität, du hast anders eingeplant. Jedes Mal ein Kunde, der vielleicht unzufriedener ist, also alles Themen, die halt nicht so ideal sind. Und hier vielleicht mal an erster Stelle, was muss man unterscheiden? Ich finde, man muss so ein Stück weit unterscheiden, normale Krankheiten und halt so Dinge, die jetzt einfach nicht sein müssen. Also mal als Beispiel, wenn jetzt bei uns jemand nochmal einen Schnupfen hat oder so ein-, zweimal im Jahr, das ist halt normal, ne? Das gehört da dazu und den jetzt auf Arbeit zu zwingen, finde ich, bringt's nicht. Weil A, wird er nicht performen, B, steckt er die anderen an und C, dauert es länger, bis er wieder klarkommt. Also das sind alles Themen, die einen nicht wirklich weiterbringen, ne? Das zweite Thema sind dann so Sachen, die einfach nicht sein müssen, wenn er sich zum Beispiel einmal im Monat wegen irgendwie Fußball irgendwas verletzt oder so, würde ich einfach sagen, Digga, ganz ehrlich, entweder du kommst halt mit deinem verstauchten Fuß dann hierher, weil du kannst trotzdem arbeiten, oder du spielst keinen Fußball mehr. Ist deine Verantwortung, Sachen in der Freizeit nur zu machen, die für die Arbeit zuträglich sind. Ganz simpel, ganz simpel. Ja. Und das sagen wir den Leuten auch noch so. Ja, das sind so mal die beiden großen Punkte, würde ich jetzt hier sagen an der Stelle. Hängt aber viel mit der Kultur zusammen. Ja, letzten Endes, so Handwerk ist letztendlich Teamarbeit. Der eine oder andere ist einfach mal krank und dann muss man das als Team einfach auch mal ausbügeln und mittragen. Das gibt's immer wieder. Klar, aber auch finde ich es wichtig, dass man so eine Kultur in der Firma auch erschafft, dass man sagt, okay, man ist jetzt nicht wegen jedem Furz, sage ich mal, krank, sondern man muss auch manchmal einfach, ja, sorry für die Wortwahl, aber einfach mal so die Arschbacken zusammenkneifen und dann auch einfach mal. Ja, wenn du morgens aufwachst und so ein bisschen Halsschmerzen hast, ja, dann kannst du ja trotzdem kommen. Also genau, und diese Kultur, die muss halt einfach da sein, die ist ja auch in den meisten Handwerksbetrieben halt da, weil du willst ja auch deine Teamkollegen nicht jetzt im Regen stehen lassen, sprichwörtlich gesehen, oder manchmal wirklich halt. Und genau, deswegen, diese Kultur, die musst du halt erstmal schaffen und das ist aber auch, das ist eigentlich auch normal. Ja, vielleicht mal noch ein Praxistipp, wenn du jetzt jemanden hast, der wirklich mal häufiger krank ist, der aber an sich, also es gibt ja die Leute, die häufiger krank sind, die einfach sagen, scheiß auf alles, so die soll es natürlich loswerden, weil das bringt es halt nicht. Es gibt Leute, die wirklich ambitioniert sind, die einfach häufiger krank sind, weil die halt vielleicht körperlich ein bisschen schwächer sind. Vieles natürlich auch mental, was abgeht und was wir dann halt mit den Leuten machen, ist halt wirklich so ein Gespräch zu führen. Sagen, lieber Kollege, du bist halt relativ häufig krank, so ist auch in Ordnung, ist jetzt nicht schlimm, ne? Nur dem muss halt klar sein, wenn wir wenig mit dir planen können, wenn nicht planbar ist, ob du morgen da bist, ob du nächste Woche da bist, können wir dir auch keine verantwortungsvollen Positionen leider geben. Es funktioniert halt nicht. Also es kann nicht funktionieren, dass ich dir eine Stelle gebe, die jeden Tag da sein muss, wenn du jeden dritten Tag nicht da bist. Ja. Und das ist halt eine Sache, was die Leute auch verstehen und was sie auch motiviert und was sie auch echt so ist. Das ist ja nicht ausgedacht. Was du halt auch machen solltest als Chef, ist halt wirklich auch ein Interesse dafür zu haben, warum die Person jetzt wirklich krank ist oder was da genau vorgefallen ist. Weil wenn du zum Beispiel rausfindest, also und mit Interesse haben, meine ich jetzt nicht nur, ja, du solltest zuhören und dann ja, Mut zusprechen, dass schon alles wieder gut wird, sondern ich habe Schnupfen, bis wird schon ja, alles wieder genau, gut. Sondern du solltest wirklich halt ein ernsthaftes Interesse haben, was da los ist, weil zum Beispiel kann es sein, dass dir der Mitarbeiter sagt, ja, ich habe hier was am Rücken und so weiter oder ich habe hier immer wieder an der Bandscheibe oder so, ne? Und wenn du das halt weißt und die Person muss halt immer aufs Dach gehen oder was auch immer, ja, auf Montage und so weiter, dann kannst du ja als Chef auch, du hast ja Möglichkeiten, ja, du kannst vielleicht die Person, Physio zum, du kennst vielleicht einen guten Physio oder so, der bei einem anderen Kollegen schon mal gut geholfen hat oder so, oder einen Osteopathen, der irgendwie magische Hände hat, der dann da was reparieren kann und so weiter. Und du hast ja vielleicht ein Netzwerk oder hattest schon mal Situationen, die auch andere Kollegen hatten, womit du auch einfach weiterhelfen kannst, ne? Deswegen führe dann auch ein Gespräch und frage, ey, was ist denn da los? Kann ich irgendwo weiterhelfen? Was genau ist denn los? Und wenn du dann rausfindest, welcher Natur das sozusagen ist, ob das mit dem Rücken irgendwie ist oder in den Beinen oder wie auch immer mental und so weiter, dann kann man da ja Lösungen finden. Und meistens hat man dann als Chef irgendwie schon mal eine Situation gehabt oder man kennt jemanden oder man kann dazu vielleicht irgendwas beitragen, wo man dann so eine Situation verbessern kann oder zumindest sich Gedanken machen kann, wie man das verbessern kann. Und alleine der Aspekt, dass du mit den Leuten mal drüber redest, sorgt ja schon dafür, dass sie merken, okay, es ist dem Chef scheinbar wichtig, dass es mir gut geht, vielleicht sollte ich das Fußballspielen dann doch erstmal sein lassen. Weil bisher dachte ich immer, es stört ihn überhaupt nicht. Es ist überhaupt nicht schlimm. Und klar, ich verletze mich jedes Mal, für mich ist das auch nicht so toll. Ja. Aber ja, habe ich es trotzdem weitergemacht. Dann werde ich es vielleicht jetzt erstmal ein bisschen zurückschrauben oder ein bisschen vorsichtiger machen. Ja. Das sind alles Aspekte, die positiv auf einwirken. Und diese Gespräche, die gibt es auch in großen Firmen, ne? Das ist jetzt nicht so, was man jetzt sagt, ja, ich kann jetzt den Mitarbeiter nicht fragen, warum er krank ist oder so. Auch in großen Konzernen werden diese Gespräche geführt und das ist auch gar nicht so im Sinne von, dass man hier jetzt jemanden an Pranger stellt
und sagst, hier, du bist zu oft krank, was ist da los? Sondern, dass man halt wirklich ein ehrliches Gespräch führt und sagt, okay, das ist ein Krankheitsrückkehrgespräch sozusagen, kann man auch so sagen, das ist was völlig Normales. Ja. Und man fragt, hey, ich würde gerne wissen, gibt es da irgendwas, mir ist das jetzt aufgefallen, dass du da vielleicht irgendwie häufiger krank bist, gibt es irgendwas, wie wir dafür sorgen können, dass das irgendwie weniger ist, können wir da irgendwie mithelfen? Brauchst du irgendwas für uns? Brauchst du irgendwas? Ja. Ne? Genau. Und dann weiß auch der Mitarbeiter, hey, das fällt auch auf. Ne? Wenn der Mitarbeiter zum Beispiel merkt, ey, das ist die ganze Zeit sozusagen, juckt niemanden. Ich gebe einfach meine Bescheinigung ab und juckt aber keinen. Und in Wirklichkeit bist du stinksauer oder total enttäuscht oder dein Team ist auch irgendwie sauer. Dann ist es besser, dieses Gespräch zu führen. Ne? Dann wissen alle, was Sachlage ist. Du kannst im Optimalfall positiv dazu beitragen. Alle wissen, was los ist. Und ja. Im Idealfall wird der Mitarbeiter gesund und nicht wieder so häufig krank. Genau. Ne? Ja, so viel dazu. Dann würde ich sagen, hast du jetzt ein paar Ideen an der Hand, was du machen kannst und weißt auch, wie du generell mit dem Thema umgehen solltest. Dann wünschen wir dir erstmal eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video und hau rein. Ciao.